Jeder, der heute sagt, wir wollen keinen Siegfrieden, wir wollen einen Verhandlungsfrieden, wird diffamiert werden als ein Putin-Versteher. Als jemand, der dumm genug ist, der russischen Propaganda zu folgen, der die Zeichen der Zeit nicht verstanden hätte. Wir aber sind hier, um zu sagen, diese Zeitenwende machen wir nicht mit. Wir lassen uns den Kopf nicht verdrehen und auch nicht das Rückgrat. Wir sind nach wie vor für Frieden und wir sind gegen den Krieg. Also,